Hallöchen, wir haben eine neue Runde Call of Duty Cold War und im heutigen Video hier mit einem neuen Sturmgewehr. Die könnt ihr freischalten hier momentan in Saison Nummer 1 durch hier Battle Pass Stufe 30. Und im Nachhinein hättet ihr Aufgaben dafür für die kleine Krosa. Eine coole MP oder AR, eigentlich eine Kombi aus beiden Waffen in einen kombiniert. Ja, hohe Feuerrate, gute Mobilität, weniger Treffergenauigkeit, weniger Reichweite, allgemeine mobile, kleine AR. Eine coole Waffe, wenn ich ehrlich bin, nur ich finde die momentan jetzt nicht atemberaubend stark. Aber wenn man die Waffe hochlevelt, könnte die echt richtig gut reinschleppern. Natürlich mit erhöhter Treffergenauigkeit und Mobilität. Und ja, mein heutiges Waffenguide könnt ihr gerne nachbauen und gerne probieren. Im Nachhinein plaudern wir noch ein klein wenig, aber ja, dann meine Freunde, let's go mit dem Waffenguide. Im heutigen Waffenguide haben wir hier die Krosa gespielt mit einer Cobra Red Tot. Mit dabei hätte ich dann hier noch den Schalldämpfer KKP Eliminator. Dann Gru Composite, damit habt ihr noch mehr Vorteile, weniger Nachteile. Ruhige Handlasermarkierer, Vordergriff, ihr könnt aber auch einen anderen verwenden. Dann hätten wir noch den Schnelllader, Tempogriff und am besten hier ein Schaft mit erhöhter Sprintout-Time. Könnt ihr gerne ein klein wenig abwandeln, wenn ihr Bock habt, aber das wäre eine perfekte Waffenklasse für gute Mobilität. Dadurch habt ihr eine Menge Vorteile und kaum Nachteile beim Waffenguide. Gameplay-technisch eine coole Waffe, den ich pushe echt gerne rein. Nur ungelevelt hat man eine eher schlechtere Mobilität. Was mich aber wundert, der eine Lauf, den ich hier präsentiert habe, der hat keine Nachteile, momentan nur Vorteile. Eventuell Spielefehler, ich habe keine Ahnung. Und ja, bevor es euch einer fragt, im Normalfall würde ich euch Attachments empfehlen, die immer Vorteile bieten. Eine Menge gute Vorteile und weniger Nachteile. Und ja, viele Attachments, die man relativ früh freischaltet, bieten halt nur Vorteile, keine Nachteile, wie der Vordergriff. Und ja, bevor ihr jetzt eure Mobilität hier verschlechtert, empfehle ich euch lieber die Griffe. Und ja, ich bin allgemeiner Meinung, viele Waffenguides werden relativ ähnlich hier in Call of Duty. Je nach Waffe gibt es natürlich ein paar kleine Unterschiede, aber ihr könnt gerne hier Scope ändern, wie ihr wollt, Läufe mal probieren, wie ihr wollt. Aber vertraut mir, mein Waffenguide hier macht wirklich gut Laune. Und ja, ich bin auch der Meinung, die Krosa kann natürlich hier gut reinscheppern. Im Hardcore-Modi macht ihr aber manchmal Hitmarker. Longshots für die Goldhahn wären ein bisschen schwieriger, aber mit einem langen Lauf und hier mit einem Scope könnt ihr damit auch ohne Probleme einen Longshot machen. Nur der Recoil ist halt ein klein wenig nervig im Vergleich mit anderen Sturmgewehren. Aber ja, im Vergleich mit der MAC-10 von auch der gleichen Saison ist die Waffe ein bisschen schwächer, finde ich. In Warzone habe ich gehört, echt eine geile, starke Waffe. Aber hier im Multiplayer, naja, kenne ich bessere Waffen. Gerne mal reinschreiben, eure Meinung drüber über die Waffe und über meinen Waffenguide. Wenn ihr im Nachhinein noch neu vorbeischaut, gerne auch hier mal reinkommentieren. Würde mich über eure Kommentare freuen. Und wir hätten noch ein weiteres Thema heute. Call of Duty Cold War und Gameplay erspielen. Ich finde es ein bisschen nervig, denn ich wollte mein Gameplay für die Waffe schon früher haben. Aber ich habe mir den Battle Pass nicht gekauft. Ich kaufe allgemein keine Shop-Inhalte hier in Call of Duty. Und musste dann erstmal hier das Spiel hier hochleveln, damit ich die Waffe frei bekomme. Und das dauert natürlich einen kleinen Moment. Und meine Gegner fucken echt gewaltig ab. Manchmal habe ich Glück wie hier. Habe ein klein wenig hier angenehmere Runden. Habe normalfalls Skill-Based Matchmaking. Das Movement im Spiel und die Killstreaks jede Runde. Das ist echt nervig. Und ich bin aber natürlich einer, ich bleibe fair, alle meine Runde hier auf YouTube hochlade, wurden normal in normalen Runden erspielt, ohne Neffen-Account, ohne Reverse-Boosting, ohne Cheating, ohne Out-of-Map-Glitchen oder whatever, weil ich einfach kein Fan davon bin. Und viele YouTuber laden momentan nur Nukes hoch, ich finde es ein bisschen schade, denn ich hatte früher eine Menge Nukes und momentan habe ich noch immer nicht eine. Ja, kennt ihr auch die Probleme? Gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Und ja, wie schon erwähnt, ich bleib fair, ich mache natürlich weiter mit meinem Content. Eventuell ein bisschen verspätet, wie ihr heute hier mit dem Krosa Gameplay. Aber ja, tut mir leid, meine Freunde, ich werde natürlich hier gucken, dass ich hier neue Waffen immer vorstelle auf meinem Kanal. Wenn ihr darauf Bock habt und ihr noch neu vorbeischaut, gerne abonnieren, gerne Like da lassen. Und dann, meine Freunde, haut rein.